jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier was zu ernten gibt. Wasabi ist eine ziemlich langwierige Geschichte. Habe ich vor anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, habe ich die Pflanze im Laden gekauft, habe die in den Topf gesetzt. Habe das ganze Spiel jetzt wieder elendlang mit der Kamera verfolgt. Und jetzt will ich sehen, was sich dabei tut. Dranbleiben, Wasabi-Anbau, echten Wasabi im Rheinland. Nun, von dem Wasabi ist nichts mehr zu sehen da drin. Schon lange kein Blatt mehr gesehen. Aber das muss ja nichts heißen. Ist ja eine Wurzel, die ich ernten will. Und keinerlei Informationen dazu, wie das aussieht, wie man das macht. Ah doch, hier ist noch ein winzig bisschen grünes Blatt. Und das hier, da müsste sich jetzt irgendwo, wenn denn, eine Wasabi-Knolle verstecken. Aber bevor wir uns hier an das Ernten geben, wenn denn was zu ernten ist, schauen Sie sich mal die ganze Geschichte an. Das ist ziemlich lang gewesen. Wie gesagt, anderthalb Jahre wurschtel ich jetzt mit diesem Ding hier rum. Schauen Sie sich das ganze Spiel an und dann machen wir die zusammen hier. Gucken wir mal zusammen nach, was dabei rausgekommen ist. Viel Spaß! Jo, wie lange diese ganze Geschichte gedauert hat, sieht man daran, dass der Ganter noch nicht verstanden hat, dass ich der Chef in diesem Garten bin. Der wollte mich da glatt in die Waden beißen. Mittlerweile ist das anders. Also, um das die ganze Geschichte, ach, das wollte ich noch vorher sagen, die ersten paar Minuten, die sind nachvertont, später geht es dann im Originalton weiter. Also, damit die ganze Geschichte mit diesem Wasabi auch halbwegs vernünftig eine Chance hat zu funktionieren, bereiten wir erstmal da so einen Topf vor. Bisschen Kompost, bisschen Dünger habe ich da mitgenommen, muss wieder vorbei an dem Ganter und in diesen Topf da, in diesem Topf soll der Wasabi wachsen. Dünger drauf, Kompost drauf, durchgerührt, durchgemischt. Jetzt bin ich mir schon im Klaren, dass Wasabi wahrscheinlich nicht unbedingt in einen rheinischen Garten gehört. Das ist wohl wahr. Aber ich kann ja so schlecht an irgendeinem Pflänzchen vorbeigehen. Wenn ich irgendwo im Laden was finde, ich muss unbedingt immer mitnehmen. Mal habe ich Erfolg damit, mal nicht. Aber das ist eben der Spaß an der ganzen Geschichte. Lernen und lernen. So habe ich die Pflanze mitgebracht. Echter Wasabi. Und die kommt jetzt da rein. Na klar, wo soll sie sonst hinkommen? Sieht gut aus, was? Ich frage mich ja wirklich, wie viele Leute sich in diesem Jahr auch so eine Wasabi-Pflanze gekauft haben und wie viele Leute von denen, die sich so eine gekauft haben, irgendwie was wie Wasabi haben ernten können. Eine Portion Wasser und weil, also soweit hatte ich mich schon informiert, die wachsen irgendwie an Bachrändern oder dergleichen. Jetzt habe ich nun keinen Bach. Dann will ich zumindest versuchen, dass das Wasser nicht so schnell austrocknet da, der Topf. Schnapp mir ein paar Brennnessel, die übrigens immer mehr werden in meinem Garten an allen möglichen Stellen und deck das damit ab. Und der Rest der ganzen Kulturführung war eigentlich immer nur Wasser geben, Unkraut beseitigen, Wasser geben, Unkraut beseitigen. Ja, da guckst du was.
Also es ist eine hübsche Pflanze, muss ich zugeben. Meinen Sie, das wird was? Genau, das habe ich gerade gefragt. So, und jetzt zieht sich die ganze Geschichte über Monate hin. Ich zeige Ihnen immer so Ausschnitte, wie sich das gemacht hat. Über den Winter hinweg, im Frühjahr wieder. Und immer wieder Wasser, mal Unkraut wegmachen, mal gucken. Irgendwann schaffe ich das, alle Kulturen, die irgendwie relevant sind, mal angebaut zu haben. Jo, hast du schön gemacht, kann wieder weiter wachsen, aber auch durch noch so vieles gucken, wird sich da nichts ändern. Und da hatte ich schon die Hoffnung, die wäre richtig gut gewachsen, weil die Blätter sahen ähnlich aus. Aber das war ein Trugschluss, Sie werden es gleich sehen. Das ist gar kein Wasabi. Oder doch? Das ist ein Kürbis oder eine Zucchini, der sich da reingemogelt hat. Und ich war schon so glücklich, ich dachte, das Ding würde endlich wieder wachsen. Zu früh gefreut. Das sieht alles andere als lecker aus, was? Immer wieder kommt Paprika hier raus. Die müssen im Kompost gewesen sein. Das war jetzt so viel, hat eine ganze Zeit lang nichts bekommen. Abwarten. Ist das jetzt nur der Wasabi, der ja wächst, oder hat der bis jetzt tatsächlich den Winter überlebt? Ich hatte ja gedacht, der wäre eingegangen, aber das sieht tatsächlich aus, als ob hier irgendwas wie Wasabi noch wächst. Weil das alles gibt. Ich muss nur mal die Brennnesseln und den ganzen Unkraut da rausholen, damit man auch erkennt, was hier eigentlich wachsen soll. Aber das sieht doch aus wie Wasabi hier, was? Das sind so die kleinen Freuden. Ich habe das in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen vernachlässigt, dieses Ding. Aber es wächst ja noch. Vielleicht kann ich ja irgendwas ernten. Dranbleiben. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Schauen Sie sich das mal an. Tatsächlich den Winter überlegt. Überlebt. Wasabi. Kräftig grün, schön groß gewachsen. Und ich nehme an, das sind die Blüten von Wasabi. Ja, das ist das Einzige, was hier drin ist, was blühen kann. Außer die Brennnesseln. Ich glaube, jetzt muss ich mich doch mal schlau machen, wann ich dieses Ding nun letztendlich ernte. Und was davon geerntet wird. Ah, scheiß
Brennnesseln. Müsste doch mit Sicherheit genauso eine Wurzel sein wie beim Meerrettich. Ich muss mal runtergehen. Im Internet mal nachgucken. Was haben wir jetzt? Anfang April. Er hat ein wenig Schaden genommen. Das war noch mal richtig kalt die letzten Tage. Man sieht das. Aber die hat Gestrüpps daraus. Und was da nicht hingehört. Jo. Die haben die frostigen Tage nicht gut überstanden. Und noch eine Kanne Wasser. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wachsen die irgendwo in Flussbetten. So halt als Wasserpflanze oder wie auch immer. Abwarten. Und jetzt habe ich wieder ein paar Sekunden. Da war ich mir nicht sicher, ob die ganzen Aufnahmen nur mit Ton waren oder ohne Ton waren. Jedenfalls gucke ich mir die wieder an. Reiß wieder Unkraut raus. Guck wieder nach. Und sie sieht gar nicht mehr so witzig aus. Ist schon irgendwas wie Knolle da? Fühl mal. Ja, war nicht wirklich. Da kann man nur dumm aus der Wäsche gucken. Also er ist noch da. Fragt sich nur, wo? Wollen wir ein bisschen Unkraut hier wegmachen. Ich gebe auch immer regelmäßig Wasser. Aber in dem Topf hier trocknet doch sehr schnell aus. Was haben wir jetzt rum? So ungefähr zwei Drittel der Zeit, nachdem man die so in Deutschland ernten können soll. Habe ich irgendwo nachgelesen. So nach 2 Jahren mit etwas Glück müsste das soweit sein. Naja, sieht nicht sonderlich gesund aus. Ich habe nun mal auch keinen japanischen Gebirgsbach hier. Dann spiele ich mal was Gebirgsbach. Aber das eigentliche Erntegut, das versteckt sich ja da irgendwo da drunter. Noch ist also nicht alle Hoffnung verloren. Ein wahres Auf und Ab hier an diesem komischen Ding. Jetzt kommen wieder ein paar neue Blätter. Ich weiß es nicht. Wer weiß, was sich da noch für eine Wurzel unter der Erde befindet. Denn abgerechnet wird wie immer zum Schluss. Wie lange steht das jetzt? Letztes Jahr im Frühjahr 14, 15 Monate. 2 Jahre soll das dauern. Also Ende des Jahres hole ich die da raus. Tja, irgendwie lebt sie noch. Ein paar Blättchen sind zu sehen. Da will ich sie mal wieder vom Unkraut befreien. Zumindest so grob. Ich sagte ja, sie lebt noch. Langwierige Geschichte mit diesem Wasabi, was? Weiter warten. Ja, ich weiß, Wasabi gehört nicht ins Rheinland. Und ich weiß, der gehört auch irgendwo in irgendwelche Bergflüsse oder sowas. Aber das muss ja nichts heißen. Jetzt gehe ich die Schaufel holen. Der große Moment. Tja, wo ist sie?
Das könnte ein bisschen sein. Das könnte ein bisschen sein. Das ist auch Wasabi. Das auch. Das auch. Hey, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wo bist du denn? Puh, ich sehe gerade, da ist von innen Wasser auf der Linse. Das ist das Ergebnis vom Wasabi. Waschen. So, ich hoffe, die Linse ist wieder sauber. Weiher, weiher. Ob da überhaupt irgendwas drin ist, was wie eine Wurzel aussieht. Das habe ich schon wieder toll hinbekommen, was? Aber sie leben noch, die Pflanzen. Also man sieht, da ist noch ein bisschen, kommen noch neue Triebe raus. Da. Da ist noch ein bisschen Leben drin. Warum die jetzt in der letzten Zeit so nachgelassen hat, keine Ahnung. Das ist ungefähr das größte Wurzelstück, was ich da geerntet habe. Und die ist das längste. Jetzt interessiert mich doch, was das ist. Hier mal ein kleines. Und schneiden das mal durch. Jetzt fahre ich doch mal runter und schneide mir ein Stück wirklich sauber davon und guck mal, ob da irgendeine Schärfe drin ist. Der ist nicht mal grün. Ja, scharf ist er. Nicht sonderlich, aber ist zumindest scharf. Also damit kann ich mein Sushi nicht würzen. Jetzt nehmen Sie das ganze Spiel nicht so ernst. Dass Wasabi nicht ins Rheinland gehört, ist mir schon klar. Aber die Neugier zählt. Nochmal werde ich das nicht machen. Hat eigentlich schon mal jemand so eine Knolle in echt gesehen? Wie groß werden die? Wie eine Meerrettichknolle? Das könnte ich ja noch verstehen, aber das hier? Wieder was gelernt. Wasabi gehört nicht ins Rheinland. Oder haben Sie das schon mal mit Erfolg gemacht? Dann lassen Sie mich wissen, wie Sie das gemacht haben. Rein unten in die Kommentare. Ansonsten, eine nette Erfahrung. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten. Abonnieren, Like-Button drücken. Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links, da unten wäre eine feine Sache. Dann kann ich mir so Wasabi dann kaufen. Wächst der hier nicht.
In diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.